Dazu brauchen wir als erstes eine durchgedrückte gekochte Kartoffel. Die Rosinen sind schon mit drin, ich habe das ein bisschen vorbereitet. Das geben wir alles in eine Schüssel. Die restlichen Zutaten wie Zucker, das kann ruhig süß werden. Und etwas Vanillezucker. Quark, ganz wichtig, macht die ganze Sache auch geschmeidig. Daher natürlich auch der Name. Zum Anfang vielleicht nicht zu viel rein. Es wird die ganze Masse zu feucht und dann braucht man zu viel Mehl. Das Ganze wird erstmal gut verrührt. Etwas durchgeknetet, bevor wir dann das Mehl dazugeben. Um die ganze Masse zu binden. Es sollte eine schöne homogene Masse werden, in sich geschlossen. Und dann können wir auch schon das Mehl dazugeben. Auch erstmal vorsichtig mit dem Mehl, dass die Masse nicht zu fest wird. Und dann kann man beim Rühren entscheiden, ob man noch Mehl drunter gibt oder ob man es lieber lässt. Es sollte wirklich eine doch etwas festere Masse werden, sonst werden die Quarkhäuschen dann glasig beim Auspacken und ziehen auch zu viel Fett. So ist die Masse schon gut, brauchen wir kein Mehl mehr drunter machen. Nochmal schön durchgeknetet, vielleicht in der Hand und da haben wir dann schon eine schöne Masse. Dann nehmen wir die Masse und das Öl mit rüber an den Herd und erhitzen unser Öl. Das sollte auch wirklich relativ heiß sein, da sonst die Masse das ganze Öl zieht und dann wird die ganze Angelegenheit zu fettig. In der Zwischenzeit können wir uns schon eine Quarkhäuschenportion vom Teig abtrennen und schön in der Hand formen. Das funktioniert natürlich nur, wenn die Masse halt gut ist. Etwa so groß. Wenn Sie merken, dass die Masse noch zu feucht ist, geben Sie gegebenenfalls halt noch ein bisschen Mehl drunter und kneten das Ganze nochmal neu durch und dann sieht es schon ganz gut aus. Das Öl ist in der Zwischenzeit heiß. Dann können wir jetzt langsam unsere Quarkhäuschen ausbacken. Nehmen dann die Hitze etwas weg, dass sie nicht zu schnell braun werden. Sonst sind sie außen dunkel und innen noch roh. Und jetzt lassen wir die 4-5 Minuten auf jeder Seite vor sich hin backen. Haben schon eine sehr schöne Farbe. Und backen die auf der anderen Seite zu Ende. Ruhig, nicht zu viel Hitze. Und dann brauchen wir noch etwas Geduld. Unsere Quarkhäuschen sind dann in der Zwischenzeit fertig. Haben auch außen etwas Kruste bekommen. Eine schöne Farbe. Dann geben wir noch etwas Puderzucker drüber. Und dann werden unsere sächsischen Quarkhäuschen mit zerlassenem Butter schon fertig. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de